Hallöchen und herzlich willkommen zurück in meiner Quietsche-Garage. Wir spielen Rain of Bullets und ich habe im letzten Part gesagt, wir werden mal schauen, wie das so mit unserer Kanone im nächsten Part ist. Also nicht im nächsten Part, im nächsten Level, genau so meine ich das. Ob wir da vielleicht einen neuen Blaster bekommen, sonst würde ich irgendwann anfangen, mal meinen Level 7 Blaster, den ich hier noch habe, gegen diesen Level 14er auszutauschen. Aber ja, wir schauen einfach mal rein. Vielleicht kriege ich ja noch was Schönes, einen selteneren. Wir starten einfach mal ins nächste Gefecht. Nachdem wir am nächsten so quasi ein bisschen was verzweifelt sind. Okay, wir haben C-Rating. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es da auch noch schlechter geht. Ob es auch noch ein D, E. Ja gut, F wird wahrscheinlich nicht mehr möglich sein. So, wir schauen mal. Mit Ferret Gaming. Mit dem Frettchen hier. Starten wir jetzt mal wieder ins Level 16. Immer noch in der Wüste. Ich höre es schon wieder summen. Ja, ich glaube, wir sollten wirklich bald einen neuen Blaster holen. Wir haben nämlich doch ein bisschen mehr Lebenspunkte, glaube ich, inzwischen. So, unser Laser möchte schon gerne nach oben. So, irgendwas haben wir schon eingesammelt im Gegenstand. Oh. Ah! Ich gucke zu selten nach unten. Und wenn ich gerade mal nach unten gucke, dann sollte ich lieber nach oben gucken in dem Moment. Kanone da weg, genau. So, Material einsammeln tun wir eine ganze Menge. Oh, ich hasse diese Viecher da. Gegenstände kriegen wir jetzt einige, das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Los, Laser, zieh doch mal nach oben, Mensch. Meine Güte, die scheinen aber wirklich eine riesen Armee irgendwo dahinter zu haben hier. Vom Titan. Hat den Flammenwerfer kaputt. Danke. Mädchen. Ich frage mich gerade, ob es wirklich für jemanden irgendwie schaffbar wäre, so ein Level quasi absolut ohne Schaden zu erhalten, zu vollenden. Auf jeden Fall einen Hut ziehen, weil ich werde wahrscheinlich jetzt nicht der Beste sein in solchen Spielen hier und allen Schüssen ausweichen können, aber ich würde auch sagen, das ist gar nicht richtig möglich, vor allem bei solchen Sachen hier, die so schöne Kreise ziehen. Hälfte der Lebensenergie haben wir noch. Oh, wir haben es geschafft. Ich dachte, jetzt kommt noch wieder irgendwo was Böses. Unlocked Rifle. Okay, das kann 16 Schuss abfeuern und muss dann kurz nachladen. Nur angeblich verursacht es auch eine Menge an Schaden. Dann werden wir das vielleicht mal ausprobieren. Wir gehen jetzt mal und montieren unseren. Kann ich ihn eigentlich von hier aus abmontieren, den Blaster? Ne, ich möchte ihn jetzt noch nicht unbedingt, da, an den Kühl. So, genau. Dann packen wir unseren Blaster jetzt erstmal hier rein. Und Rifle. Was haben wir denn? Piercing und Splitting. Dann werden wir das jetzt erstmal upgraden. Was haben wir denn Schönes? Wir haben, was ist denn Special hierbei? Doppelten Schaden, 24%. Dass es mehrere Feinde durchschlagen kann. Oder ist das hier einen anderen Effekt? Ja. Also es hat sowieso schon die Chance, einen Feind zu durchschlagen. Wir hätten jetzt eine 1,6%ige Chance, den Feind zu durchschlagen. Warte, 1,6-fache Durchschlag von Feinden und könnte das auf 3,2. Jetzt weiß ich nur natürlich nicht, wie viele Feinde da wirklich hintereinander sind. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob sich das lohnen würde. Targeting. Ja, so ein Schusskegel quasi. Den könnten wir auf die Hälfte reduzieren. Speed. Ist die Nachladezeit. Könnten wir um die Hälfte verkürzen. Das ist schon sehr interessant eigentlich.
Die Projektile. Doppelt so viele. Jetzt ist die Frage, wenn die Projektile jetzt von 1 auf 2,2 erhöht werden, ist das dann immer noch die 16 Schuss? Also würden wir nicht mal 16 Mal schießen, sondern nur noch 8 Mal, dafür mit doppelter Schussanzahl die ganze Zeit. So, Feuerrate. Höherer Burst und natürlich hier der höhere Schaden. Da würde ich sagen, wir versuchen es auf jeden Fall, was war mit dem Targeting? Das ist dieser kleinere Radius von 10 auf 4,9 Grad. Ich möchte Speed. Ich möchte die Feuerrate. Und ich möchte, was war Special? Der doppelte Schaden. Ich nehme dass sich die Schüsse mehr verteilen können, nachdem sie auf den Feind aufgeschlagen sind. So, wir bringen die Waffe an. Genau wie den Blaster vorhin, gerade nach vorne weg. Launch. So, Level 17. Irgendwann werden wir wahrscheinlich mal anfangen, dazu alles ein bisschen zu verbessern. Versuchen, da so ein A-Rating hinzukriegen. Aber lassen wir uns mal einfach noch überraschen, wann wir das machen. Vielleicht sollten wir es mal ausprobieren. Vielleicht kriegen wir ja doch ein bisschen jetzt erhöhtes Geld irgendwie. So, Zug. Ich sehe jetzt ehrlich gesagt, ach doch, unsere Gun, das sind diese gelben Tracer, sehen wir da so ein bisschen was. Gerne ein bisschen mehr um die Züge unten kümmern. Es geht aber schlecht, wenn da so furchtbar viel Viehzeug unterwegs ist. Oh. Der letzte Schuss mich doch noch getroffen. Ich dachte, ich hätte mich hinterm Zug verstecken können, aber nein. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, die Laser machen wirklich am meisten Schaden. Okay, die laufen natürlich nicht durchgängig. Also einen kurzen Cooldown kann man wahrscheinlich dann doch vertragen. Vielleicht meine ich ja doch nur. Aber ja, ich weiß nicht. Zielsuchen die Raketen hier unterwegs. Doofen Wespen. So, ich glaube, wir sind jetzt schon wieder fast durch, wa? 3 Sekunden noch, könnten jetzt die letzten Feinde hier sein. Ja, sobald die Laser angehen, dann haut's wirklich fast alles weg auf einen Schlag. So, wäre nicht verkehrt, wenn wir mit ein bisschen mehr Lebensenergie daraus gehen würden, dann würden wir auch einen höheren Bonus noch bekommen am Ende. Aber wir haben ja jetzt das Schild freigeschaltet. Und da gehen wir natürlich direkt mal hin und gucken uns das mal an. 700. Okay, es scheint jetzt generell... Wann ist denn unser Schild aktiv? Von 0,7 auf 0,8 Sekunden. Das hört sich an, als wenn das immer aktiv wäre. So, unsere Weapon Slots, da hätten wir vielleicht gerade vorher gucken sollen, hätten wir uns wahrscheinlich welche kaufen können. Dann lassen wir das erstmal so und sparen mal weiter. Ah, vielleicht können wir noch ein bisschen was verkaufen. So, unser Level 7 Blaster, das wäre der gute. Verkaufen wir mal noch so ein bisschen was von dem ganzen Rest hier, den wir eh nicht benutzen würden. La 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 la. So ein alles verkaufen Button. Was ist hier oben? Clear Setup. Schmeiße ich alles raus, was ich drin habe? Oder.
Na egal, lassen wir erstmal so. Mir fehlen 8 für 9 Waffenslot. 8. Ich tendiere aber vielleicht zu dem Laser oder zu dem Blaster. Deswegen ist unser guter Blaster. Egal, machen wir dann nach der nächsten Runde. Und gehen jetzt mal wieder ins Gefecht. Level 18. Spätestens bei der 20 kriegen wir wieder ordentlich einen auf den Sack, wenn der Boss wieder kommt. So, Level 18. Wüste immer noch. Wieder dieser große Sandwurm im Hintergrund. Und wo haben wir denn die Feinde? Da seid ihr schon. Ja, selbst diese Belüftungsdinger auf den Zügen haben inzwischen schon böse Lebenspunkte. So, unser Schild ist oben in der Mitte. Müssen wir das irgendwie aktivieren oder wie funktioniert das? Ah. Ich muss wirklich mehr darauf achten, was der Zug unten so an Waffen hat. Da muss ich natürlich darauf achten, was die oben alles an Waffen haben und so. Immer dieser Wechsel zwischen oben, unten, oben, unten. Ach. Wenn man nach unten fliegt, dann weiß man nicht genau, wo der Zug ist. Und dann geht auf einmal der ganze Bildschirmausschnitt nach unten und man hängt nur in diesem, in dem Zug da drin und kriegt dann natürlich dementsprechend Schaden. So. Der Acid-Spitter. Also ein bisschen Gift können wir verteilen, aber das heißt nicht Gift, säuremäßig, was dann auch Schaden über Zeit macht. Aber wir gucken jetzt natürlich erstmal wieder bei unserem Waffenslot. So, die nächste jetzt wahrscheinlich 7200 hier. Take my money, shut up and take my money. Genau, 7200, es verdoppelt sich schon wieder. Und wir gucken in unser Inventar. Und wir geben dem Acid Spitter jetzt einfach mal eine kleine Chance, würde ich sagen. Was können wir denn so upgraden? Was ist denn das Special zum Beispiel bei diesem Acid Spitter? Okay, die Anzahl der Ticks. Also doppelt so lange wird Schaden verursachen. Dass es sich splittet, das nehmen wir. Und Targeting. Ein bisschen was die Geschwindigkeit bis zum nächsten Ziel. Projektil ist dann die Menge, oder? Okay, von einem auf 3,4. Das nehmen wir dann natürlich auch mit. Was haben wir noch an Kohle? Nicht mehr wirklich viel. Deswegen würde ich sagen, bauen wir das Ding erstmal so ein. Da, genau. Und tja, ich weiß gar nicht. Da stand jetzt, das wird ein bisschen was von der Schwerkraft beeinflusst. Wir zielen ganz leicht nach oben, in der Hoffnung, dass wir so ein bisschen was Reichweite damit erreichen können. Und starten mal ins nächste Gefecht. Wir werden sehen, wie sich das Ding da jetzt gleich mal so handhabt. Kann nicht schlimmer sein als der Flammenwerfer. Scheint aber auch nur wirklich kurze Reichweite zu sein wieder. Also doch so schlimm wie der Flammenwerfer. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass der Schaden gegen Züge damit extrem böse geworden ist. Wenn das dadurch jetzt kommt. Ich weiß nicht genau, wodurch es jetzt kommt. Okay, da haben wir mal einen Waggon jetzt nicht geschafft.
Scheinwerfer. Wir haben schon wieder die Hälfte unserer Lebensenergie verloren. Wir haben schon wieder diese zielsuchenden Raketen, apropos. Knapp ein Viertel unserer Lebensenergie. Sekunden noch, das wird schwer bis gar nicht mehr schaffbar, glaube ich. Okay, der haut einfach nach unten hin ab. Wieder so viel Lebensenergie verloren. Die lassen sich jetzt immer nach unten. Ah, nach unten fallen irgendwie. Okay, hier heißt es also dann wieder ein bisschen was Material sammeln, damit wir uns ein paar mehr Upgrades für unser Schiff scheinbar leisten können. Um auf diese Weise ein bisschen stärker zu werden. Okay, ich bedanke mich an dieser Stelle mal wieder bei euch fürs Zuschauen. Schaltet doch einfach beim nächsten Mal wieder rein, schaut euch ein paar andere Let's Plays an. Ciao.